Überall hat er seine Finger im Spiel, der Barbier von Sevilla. Er weiß alles, sieht alles, hört alles. Er ist das Faktotum der schönen Welt, behauptet er jedenfalls. Er weiß beispielsweise, dass der schmucke Graf Almaviva die entzückende Rosina begehrt. Und er weiß auch, dass diese junge, ehrgeizige und zuweilen ziemlich resolute Dame lieber heute als morgen aus den Fängen ihres Vormunds, des verbissenen und tollpatschigen Dr. Bartolo, entfliehen. Doch so ganz ohne Hindernisse geht das natürlich nicht. Denn da gibt es noch den bassgewaltigen Musiklehrer Don Basilio, der sich ganz darauf spezialisiert hat, das laue Lüftchen der Verleumdung zu einem veritablen Sturm aufzubauen. Doch der liebestolle Graf wäre nicht Graf, wüsste er sich nicht mit Finden und Tricks seiner umschwärmten Rosina zu nähern. So kommt, was kommen muss. Bartolo wird ausgestochen, Basilio bestochen, und Rosina und der Graf landen ohne große Umschweife im Hafen der Ehe. Dass diesem Paar jedoch nicht nur glückliche Tage beschieden sein werden, davon erzählt dann ein anderer Komponist, Wolfgang Amadei Mozart.